Wie kommt man eigentlich am besten durch das Jahresendgespräch? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederick. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Das Jahr nähert sich dem Ende, der Dezember schreitet voran und rund um das Jahresende, manchmal Ende des Jahres, oft auch erst im Januar, die Zeit drängt ja immer ein bisschen zum Jahreswechsel, finden die sogenannten Mitarbeiterjahresgespräche oder Jahresendgespräche oder wie auch immer sie in ihrem Unternehmen heißen. Gemeint ist immer dasselbe, ein Gespräch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, manchmal auch noch mit anderen Beteiligten, über den Mitarbeiter, über das vergangene Jahr, die vergangene Zeit und über die Perspektive für die Zukunft. Und in dem jetzigen Video werde ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie man mit solchen Gesprächen umgeht, wie man sich darauf perfekt vorbereitet und wie man dann auch möglichst perfekt durch das Gespräch hindurchkommt. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie sich anschauen, ob diese Gespräche in Ihrem Unternehmen geregelt sind. Wenn Sie im Unternehmen einen Betriebsrat haben, gibt es oft eine betriebliche Vereinbarung, eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat, die ziemlich präzise, teilweise sehr, sehr detailliert regelt, wie solche Gespräche abzulaufen haben, was der Arbeitgeber beachten muss. Und dann sollten Sie sich das zumindest vorher mal durchlesen. Zum einen erfahren Sie, was auf Sie zukommt. Zum anderen können Sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gucken, ob der Chef sich überhaupt daran hält. Und das kann dann möglicherweise, wenn da Dinge passieren, die Ihnen nicht so gut gefallen, kann das möglicherweise später noch zu Ihren Gunsten verwendet werden. Also, Sie schauen sich an, gibt es eine Betriebsvereinbarung zum Mitarbeiterjahresgespräch, wie auch immer das Ding heißt, ja, Jahresendgespräch. Und besorgen sich diese gegebenenfalls beim Betriebsrat, wenn Sie sie nicht haben, und gucken sich das an. Zweite Variante ist, es gibt es vielleicht nicht mit dem Betriebsrat, aber sonst irgendwie eine Regelung bei Ihrem Arbeitgeber, wie solche Gespräche stattzufinden haben. Das können Sie am besten auch beim Betriebsrat, wenn es den nicht gibt, müssen Sie sich halt ein bisschen rumfragen bei Kollegen, vielleicht nicht direkt beim Vorgesetzten, das ist dann zu sehr Wink mit dem Zaunpfahl. Gucken Sie, ob es so etwas gibt. Und dann können Sie auch wieder das studieren und sich da ein bisschen dran entlanghangeln. Wenn es jetzt gerade in kleinen Unternehmen solche Regelungen gar nicht gibt, dann empfehle ich immer, sich allgemein mal im Internet ein bisschen zu informieren, zum Beispiel indem man dieses Video schaut, wie solche Dinge ablaufen. So. Da gehen wir jetzt mal hin, ja, wenn wir jetzt nicht nach so einem Schema F sind, was sehr individuell sein kann, dann sind bestimmte Dinge üblicherweise Gegenstand des Mitarbeiterjahresgesprächs. Zum einen wird mal geguckt, wie lief es denn mit dem Unternehmen, das macht meistens der Arbeitgeber, der Vorgesetzte, ja, und wie lief es aus Sicht des Vorgesetzten mit dem Mitarbeiter. Meistens wird der so anfangen, wird so ein bisschen erzählen, Unternehmen so und so, Mitarbeiter, der und der Beitrag, das hat ihm gefallen, das nicht. Hier ist es schon ganz gut, wenn Sie sich selbst für sich ein bisschen Gedanken machen und wenn Sie das Ganze, auch diese Bewertung, nicht völlig unvorbereitet trifft und wenn man sich nochmal ein bisschen selbst so rekapituliert. Ja, ich mache das ja so, mal unabhängig von solchen Gesprächen, ich mache ja für mich immer, schreibe ja jedes Jahr immer einen Rechenschaftsbericht und daraus entwickle ich einen Jahresplan. Ja, das nenne ich auch so ähnlich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, es ist immer auf meinem Rechner. Und ich entwickle das natürlich immer aus dem Alten heraus. Weil aus dem Jahresplan schreibe ich den Rechenschaftsbericht und aus dem, ne, da gucke ich mir natürlich die alten Sachen auch immer noch mal dabei an. Und es wird immer so fortgeschrieben. Und wenn ich jetzt Arbeitnehmer wäre, würde ich das durchaus vor diesem Mitarbeiterjahresgespräch machen. Ich mache es immer rund um den Jahreswechsel, weil ich da immer ein paar Tage Urlaub habe. Und weil ich da immer sowieso in so einer Stimmung bin zu rekapitulieren. Ja? Aber das ist überhaupt kein Problem als Arbeitnehmer, wenn Sie im Dezember schon immer dieses Jahresgespräch haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, diesen Bericht schon mal vorher zu schreiben. 1, 2, 3 Seiten. Ich mache es immer so zu bestimmten Themen.
Ja? Für uns interessieren jetzt hier in erster Linie nur die dienstlichen Themen. Und wenn Sie das machen, dann ist frisch bei Ihnen, Sie nehmen den Bericht vielleicht nicht mit, aber es ist frisch bei Ihnen noch, was Sie getan haben. Und hier der erste Tipp, wenn jetzt der Arbeitgeber, der Chef irgendetwas erzählt, was Ihnen nicht gefällt, weil Sie sagen, das stimmt so nicht, dann ist es immer schlecht zu sagen, ja, wissen Sie, das war aber anders, ich habe nicht nur fünf, was weiß ich, Meetings vorbereitet, sondern 20. Ja? Da ist immer ein interessanter Einstieg in so eine Korrektur des Chefs vielleicht hilfreich. Und ich habe das jetzt nie ausprobieren können, weil ich schlichtweg kein Arbeitnehmer bin, aber ich könnte mir vorstellen, also mir persönlich würde es als Vorgesetzter durchaus gefallen, weil ich fände das durchaus interessant, wenn der Arbeitnehmer mir dann sagen würde, ja, ich habe vor einiger Zeit zur Vorbereitung vielleicht, ja, oder weil ich das sowieso mache, hört sich noch besser an, und ich schreibe ja Ende November immer meinen eigenen Rechenschaftsbericht für mich so, und dabei habe ich, ne, und dann zitiert man aus seinem eigenen Bericht und erzählt dem Vorgesetzten, was eigentlich war. Und dann ist das nicht so ein Widersprechen, sondern dann sagt der Vorgesetzte erstmal, Mensch, der macht sich ja Gedanken, was wir eigentlich die meisten Menschen erstmal gut finden. Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, wo es Ihr Vorgesetzter nicht gut findet, dass Sie sich Gedanken machen, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob das wirklich der richtige Laden für Sie ist. Ja, da hätte ich dann ein paar Zweifel. Für mich wäre das jetzt nicht der richtige Laden. Aber bei den meisten ist es so, das finden Vorgesetzte erstmal gut. Und wir gehen ja hier von einem professionellen Gespräch aus. Wenn das irgendwie abgleitet, in Beschimpfungen endet, da sage ich Ihnen noch am Ende ein paar Sachen dazu. Ja, aber wir gehen erstmal davon aus, dass der Chef sich professionell verhält und auch seinerseits will, dass das Ganze konstruktiv ist. Ja? Also konstruktives Gespräch. Und da wäre das aus meiner Sicht so eine Möglichkeit, seine Sicht der Dinge gut darzustellen, indem man zum einen klar macht, man hat sich vorbereitet, man macht das auch für sich selbst, also nicht nur, weil der Arbeitgeber das gerade cool findet. Und das müsste eigentlich einem vernünftigen Vorgesetzten gefallen. Auf diese Weise können Sie dann Ihre Fakten in dieses Gespräch gut einbringen. So würde ich es machen. So, und dann hat man ja erstmal gemeinsam mit dem Vorgesetzten sozusagen das Jahr besprochen, eine Bilanz erarbeitet, die man sich dann vielleicht verständigen kann. Und dann sollte man sich auch im Vorfeld Gedanken gemacht haben über Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die vielleicht wirklich nicht so gut gelaufen sind. Auch da ist es gut, wenn man davon nicht überrascht wird. Das kann man ruhig auch selbst bringen oder mal ansprechen. Man hört dann zum einen die Meinung des Vorgesetzten dazu, der vielleicht sagt, ach, das, aus meiner Sicht ist das jetzt nicht das Schlimmste, aber Sie haben ja das und das, das finde ich viel schlimmer. Ja, Sie können mal ein bisschen so sehen, ob Ihre Prioritäten richtig sind. Insofern ganz gut. Und zum anderen zeigt man Ihnen auch wieder, dass man sich Gedanken gemacht hat und auch kritisch mit sich selbst ist. Wenn man dann diese Kritikpunkte hat, dann ist es vielleicht immer noch ganz gut, eine Perspektive aufzuzeigen, also mal irgendwas zu sagen, was man sich vorgenommen hat, um das vielleicht in Zukunft besser zu machen. Ja, das kommt auch immer gut an, wenn der Chef nicht mit dem Holzhammer kommen muss, sondern wenn der Mitarbeiter schon selbst vorschlägt, die Strafe selbst sagt, ja, wie mein Sohn manchmal zu mir, Papa, denn darf ich heute nicht gucken? Ja, er hat immer irgendwie auf seinem Pad da irgendwie Sendung mit der Maus. Darf ich heute nicht gucken? Ja? Und dann gibt es verschiedene Sendungen, die er guckt. Sendung mit der Maus gestatte ich ihm eher, während andere Sachen nicht so sehr. Und dann wird immer genau verhandelt, was er als Strafe. Dann schlägt er selber das vor. Das wäre ich auch schon wieder bedenklich bei einem Kind, aber ich muss natürlich immer ein bisschen schmunzeln. Als Arbeitnehmer finde ich das aber unbedenklich. Finde ich okay, wenn man sagt, ja, das und das ist nicht gut gelaufen. Ich habe mir das und das vorgenommen, in Zukunft zu machen. So, und dann, wichtig, und alle nach vorne gucken, konstruktiv, Perspektive. Ja, gemeinsam über die Perspektive reden, auch wenn man sich da ein bisschen was überlegt hat. Nicht zu hoch greifen, jetzt nicht das ganze Unternehmen von der Hilfsarbeiterposition aus steuern wollen, aber in dem Bereich durchaus auch mal konstruktiv was sagen. Und ja, das wäre dann im Prinzip aus meiner Sicht, was man jetzt da beitragen muss. Dann gibt es möglicherweise Bewertungssachen, wo es auch um Prämien und Zahlungen geht. Gut, da bin ich immer dabei, bitte vorsichtig mit irgendwas unterschreiben, nur wenn Sie damit wirklich einverstanden sind. Und ansonsten im Zweifel erstmal sagen, dass man da erstmal nochmal drüber nachdenken muss. Bei Zielvereinbarungen bitte nur Dinge vereinbaren, die auch wirklich
erfüllbar sind. Sonst im Zweifel muss man das Ding mitnehmen, sich aushändigen lassen und erstmal mit seinem Anwalt besprechen. Ja? Wenn der Arbeitgeber Dinge vorschlägt, die unerfüllbar sind, macht er sich unter Umständen schadensersatzpflichtig. Das sollte man aber nicht erst irgendwie nach einem Jahr dann sich drüber streiten, sondern möglichst schon am Anfang, also wenn noch alles regelbar ist, um dann eben später bösen Streit zu vermeiden. Das wäre so aus meiner Sicht rechtlich gesehen das Wesentliche für so ein Gespräch, was konstruktiv verläuft. Jetzt haben wir oft absolute destruktive Gespräche, Vorgesetzte, die einfach dann diese Gelegenheit nutzen, durchzudrehen. Da machen Sie sich bitte immer klar, das Mitarbeitergespräch ist letztlich Ausdruck des Weisungsrechts des Arbeitgebers. Das heißt, er kann Sie auch die Arbeit so bestimmen, dass Ihre Arbeit im Moment dazu darin besteht, Ihnen zuzuhören. Dann machen Sie das einfach. Schalten Sie gegebenenfalls auf Durchzug. Überhören Sie Dinge, die Ihnen nicht gefallen. Wenn Sie so einen Wüterichter haben als Vorgesetzten, dann ist das manchmal die beste Methode, stoisch das Gewitter über sich ergehen zu lassen. Ich will jetzt hier nicht zu Ja-Sagen, also Ja-Sagerei motivieren, aber Sie müssen sich halt vorher überlegen, wie wichtig der Job ist. Ein doofer Chef geht vielleicht auch wieder, ein guter Job, den hat man für lange Zeit. Ja. Insofern muss man sich überlegen, wie man dann in der Situation mit umgeht. Aber auch da gilt, bereiten Sie sich vor, gehen Sie nicht unvorbereitet in so eine kalte Dusche. Und dann würde ich bei solchen Gesprächen immer sagen, einfach überstehen und fertig, ohne zusätzlich den Schaden zu vergrößern. Leute, die sich Ihnen gegenüber unprofessionell verhalten, verhalten sich im Zweifel auch anderen gegenüber unprofessionell. Es geht in diesen Fällen nur darum, besser als die anderen durchzukommen. Ja, manchmal ist nicht mehr drin. Ja? Dass man nicht der ist, den der dann besonders auf dem Kieker hat am Ende des Gesprächs. Das wäre für die Zukunft eher schädlich. So, ich hoffe, Sie können was mit den Tipps anfangen. Fragen gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass ich zurzeit nicht so gut in der Beantwortung bin, aber auch diese Idee für dieses Gespräch kommt ja aus einem Kommentar. So nehme ich die Sachen doch immer mal wieder auf und mache dann mal ein Video dazu. Und die, die den Kanal abonnieren, die sehen das dann auch hoffentlich irgendwann. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal und kommen Sie gut durch die Feiertage.